Endspurt im Walzwerk in Aachen. Ein Alublech samt Rippenmuster läuft aus der Walzmaschine. Im Labor folgt der Check. Wie sehen die Riblets dieses Mal aus? Ja, die sehen ja echt super aus. Ja, das Ergebnis, was wir uns jetzt hier ansehen, ist eigentlich schon sehr gut. Gleichmäßig alleine reicht längst nicht. Was dabei wichtig ist, ist, dass diese Spitze eigentlich sehr fein ist, also sehr spitz ist. Und das sorgt dann dafür, dass das ganze Blech eigentlich sehr effizient eigentlich den Reibungswiderstand reduzieren kann. Klasse, Zwischenziel erreicht. Ohne ständiges Auswerten der Simulationen und Vergleichen mit den Versuchen hätte Thais Romans das nicht geschafft. Mit Simulation kann man das Verhältnis des Materials vorhersagen, bevor auch nur ein Experiment durchgeführt worden ist. Auf diesem Weg erhält man ein klares Bild davon, wie sich das halbkreisförmige Profil im Walzspalt formt und wie es positiv beeinflusst werden kann. In Verbindung mit Experimenten stellt die Simulation ein wichtiges Instrument dar, um Probleme zu lösen. Wie kann man etwas mikroskopisch so Kleines wie Riblets in etwas so Großes wie ein Aluminiumblech strukturieren? Doch es wird bestimmt noch einige Jahre dauern, bis Riblets industriell eingesetzt werden. Außen am Flieger, aber auch in den Triebwerken könnten sie dann helfen, Treibstoff zu sparen. Und wie der Effekt der Haifischhaut dabei umgesetzt wurde, stellt natürlich auch Projektleiter Björn Feldhaus sehr zufrieden. Am Ende des Projektes können wir doch ein sehr positives Resümee ziehen. Wir haben Riblet-Strukturen herstellen können mit einer Größe von ungefähr 35 Mikrometer Höhe und einem Riblet-Abstand von 70 Mikrometer. Zudem ist die Riblet-Struktur in der Lage, Strömungswiderstände bis zu 6% zu reduzieren. Zudem hat die Bearbeitung dieses Projekts sehr viel Spaß bereitet. Nicht zu vergessen natürlich Michael Terhorst und alle anderen in Aachen und bei EADS, die daran mitgeforscht haben und weiter daran forschen, das feine Riblet-Muster für technische Anwendungen einzusetzen. Superschnell dank Haifischhaut. Dieser Leitspruch wird Sie weiter anspornen.